Im Oktober 2010 kam es zu einem vielbestaunten Ereignis. Mitten in Braunschweig fuhr ein Auto ohne Fahrer, gänzlich automatisch gesteuert. Leonie, so der Name des umgebauten VW Passat, bewältigte eine vorgegebene Strecke von 3 Kilometern mehrfach, ohne menschliche Einwirkung. Bei einer Geschwindigkeit bis zu 60 km pro Stunde kann das Auto auf einer zweispurigen Straße die Spur halten, Kreuzungen erkennen, Hindernissen ausweichen und in den Verkehr einfädeln. Dazu misst es permanent die Abstände zu den anderen Fahrzeugen. Die Rohdaten ermitteln hochauflösende Laser- und Radarsensoren. Aus diesen Daten errechnet Leonie seine Fahrgeschwindigkeit und passt sich dem fließenden Verkehr an.